Noch ein Stück? Nicht jetzt. Ich muss mich erst vom letzten erholen. Ich verstehe das nicht. Au! Ich muss den mentalen Affinitätsmesser gegenüber den verirrten sensorischen Reizen nachbessern, wenn die Expo vorüber ist. Wie muss man denn das machen? Au! Au! Das riecht gut. Ich verstehe das nicht. Nicht anfassen! Es ist so irgendwie voll blöd. Und nach 12 Stunden verwandelt sich dein Reiniger also in Batteriesäure? Batteriesäure macht dich nicht lächerlich. Es verwandelt sich bloß in ein Gebräu aus stoffzerstörenden Enzymen, die jegliches Gewebe auffressen. Batteriesäure? Also wirklich? Ich verstehe die Aufgabe gerade nicht. Wie soll ich denn das Extrem zum anderen wechseln? Kocht immer noch nicht. Wenn es eingeschaltet ist, liest der Helm wirklich deine Gedanken? Eigentlich nicht. Es ist kaum mehr als eine Wheatstone-Brücke, die galvanische Hautreaktionen auf diverse sensorische Reize misst. Wie diese Bilder, die du mir gezeigt hast? Exakt. Theoretisch reagieren gute Bürger positiv auf positive Eindrücke und bösartige Bürger positiv auf negative Eindrücke und so weiter und so weiter. Und das funktioniert echt? Bis jetzt. Ach, Menno. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Au! No sense, but I don't care. They may or
Ey, was soll man denn hier machen? Sieht aus, als gäbe es eine Menge Rowdies. Es ist etwa 90%. Oh. Hallo, ihr stinkenden kleinen Bakterien. Ach, Menno. Die Hinweise bringen mir noch nicht mal diesmal was. Wie soll man denn das nur machen? Emmett? Was? Auf deiner Jacke ist ein kleiner, Keine Sorge. Ich verstehe es wirklich gerade nicht. Das Notizbuch gehört Doc, dem echten Doc. Ich sollte es noch behalten. Vielleicht muss ich noch was reinigen. Wenn das Zeug ein paar Stunden älter wäre, könnte ich Emmets Anzug damit auflösen. Noch ein Stück? Nicht jetzt. Ich muss mich erst vom letzten erholen. Ich weiß hier irgendwie nicht, was ich machen soll. Ich hänge hier irgendwie voll fest. Emmett? Ja? Hey, wieso wurde mein Gedankentest aktiviert? Ich denke einfach, dass Edna nicht die Richtige für dich ist. Oh, und für wen ist sie die Richtige? Für dich? Für mich? Nein. Ganz ruhig, das war doch nur ein Witz. Egal. Geh wieder an die Arbeit. Wir sprechen uns später. Danke. Laut Emmett druckt dieses Ding Gedankenkarten. Ich dachte, vielleicht hat er es ja irgendwie ausgedruckt. Sieht aus, als gäbe es eine Menge Rowdies. Bis jetzt etwa 90% von... Super. Oh, das riecht gut. Ich verstehe das nicht. Noch ein Stück? Eigentlich nicht, aber mein Eintopf ist noch nicht fertig. Emmett? Ja? Hey,
Wieso wurde mein Gedankentest aktiviert? Ich verstehe das nicht. Geh wieder an die Arbeit. Wir sprechen uns später. Danke. Ich verstehe das aber wirklich nicht. Was wollen die eigentlich von mir? Wie soll ich das machen? Zwei Reaktionen auslösen. Ja, wie soll ich denn zwei Reaktionen auslösen? Oh, hier sind sie schon wieder irgendwo, ey. Au! Au! Ich verstehe es nicht. Oh, das riecht gut. Ich verstehe es einfach immer noch nicht. Du sollst versuchen, MS-Reaktionen zu entlocken, die dem Gegenteil von dem entsprechen, was man von einem gesetzestreuen Bürger erwartet. Benutze MS-Eintopf, die Algenkuchen, den Plattenspieler, die Bakterienkultur und die Jakobsleiter. Ich weiß ja noch nicht mal, was eigentlich Jakobsleiter sind.